Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Heute stelle ich euch ein neues Messer vor, und zwar von Foxknife, das Compact Dragotac. In wenigen Sekunden geht's los, bleibt dran. Eigentlich wollte ich zu dem Video ja ein Unboxing drehen, aber ich weiß nicht, was an diesem Tag los war mit meiner Kamera. Das war so ein schlechtes Video, also von der Qualität her, Oberkatastrophe. So, geht die Nummer auf, hier, weg damit, zack, auf, reingeguckt, oha, ah ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alles hat ja auch seine guten Seiten, ja. Deswegen sitze ich jetzt nicht zu Hause, sondern hier an diesem wunderschönen Herbsttag in der Sonne und genieße die Sonne und werde euch hier dieses Messer vorstellen. Ich möchte auch gar nicht lange rumreden. Hier ist es, Foxknife Compact Dragotac. Man sieht schon, die Schachtel gefällt mir sehr gut, ein sehr schönes Design. Hier unten sieht man schon die italienische Flagge drauf. Also das Messer kommt aus Italien und ist Design von Bastinelli. Was ist drin? Hier haben wir einen kleinen Schraubenzieher, einmal für den Klingengang und einmal um die Griffschalen abzuschrauben. Und jetzt kommt's, hier ist es schon. Die Lederscheide gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was mir fehlt, man sieht schon, es ist keinerlei Schnalle dran, um es am Gürtel zu befestigen. Das heißt, ich muss es dann in den Gürtel reinstecken. Und jetzt kommen wir zum Wesentlichen, und zwar zum Messer. Man sieht ein Friction Folder, wunderschön, Zierkoteholz, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ein paar kleine technische Daten. Wir haben eine Länge von 18,5 cm, wir haben eine Klingenlänge von 8 cm und eine Klingenstärke von 3 mm. Die Klinge ist aus Böhler N690 Stahl. Dieser Stahl kommt ungefähr dem 440C Stahl gleich. Dieses Messer ist ein Friction Folder, also ein Verschluss, den es schon ewig gibt. Ich glaube, das war einer der ersten Verschlüsse. Ich selber habe noch keinen Friction Folder. Aber man sieht schon, für diejenigen, die Friction Folder nicht kennen, man hat hier hinten, ist die Klinge, hat eine Verlängerung hinten dran, und hier öffnet man die Klinge, und hier oben drin, wenn ich das Messer dann auch halte, man drückt ja mit dem Daumen ja drauf, wenn man irgendwas arbeitet, irgendwas schneidet. Und hier hält man dann oben, hier hält man die Klinge fest. Es liegt sehr gut in der Hand, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon begeistert. Es ist ein bisschen ein kleineres Messer. Ja? Also ich nehme es mal in die linke Hand. Hier sieht man schon, ich habe 7,5 Handschuhe, und man darf ja nicht vergessen, ich muss die Klinge ja oben festhalten, 7,5 Handschuhe, hier hinten guckt nicht mehr wirklich viel raus. Ja. Also jemand, der 8er Handschuhe, 8,5er, 9er Handschuhe sogar hat, wird hier mit diesem Messer beim Halten ein kleines Problem haben. Aber es ist noch im Rahmen, also ich denke auch für große Hände kann man das benutzen. Es ist ja jetzt kein Messer für wirklich schwere Arbeiten, hier haben wir wirklich ein Schneidwerkzeug. In dem Sinne ist ja auch die Klinge dann komplett ausgeschliffen und sehr schön ausgeschliffen. Oben hier, also wir haben hier auch kein richtiges Outdoor-Messer oben. Der Grat ist jetzt nicht wirklich scharfkantig. Also wenn ich mit dem Feuerstahl drüber gehen will oder so, das glaube ich, kann man hier nicht machen. Von der Verarbeitung her, das Zirkoteholz hat eine unglaublich schöne Maserung. Ja, also man sieht es hier gerade in der Sonne, sieht sehr, sehr schön aus. Oben Verarbeitung,
wirklich top. Alles schließt wunderschön ab. Auch die Klinge steht wirklich wunderbar mittig. Gut, Friction Folder, mein erster Friction Folder. Ich habe schon auf der Messermesse in einem anderen Video von uns, habe ich euch schon Friction Folder an einem Stand gezeigt. Sehr, sehr schön, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Eine Verschlussart, die jetzt nicht ganz so meins ist. Ich stehe wirklich eher auf diese Outdoor-Messe, auf diese wirklichen feststehenden Klingen, also diese Backlocks und Liner-Lock eher nicht so. Aber ich bin für feststehende Klingen, Backlocks. Aber hier, als zum Beispiel auch als EDC, also als Schneidwerkzeug, kann man das durchaus machen. Ja? Hier oben das Chimping ist angenehm. Ist auch schön von der Schärfe her, wie es gekommen ist. Auch nicht schlecht. Also für einen Werksschliff ist es wirklich okay. Ich denke, da ist noch Luft nach oben. Aber für einen Werksschliff vollkommen in Ordnung. Kein Clip, keinerlei Befestigung. Das finde ich immer ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil auch an der Scheide nichts dran ist. Muss man halt so in die Hosentasche stecken. Ohne Scheide natürlich nicht zu empfehlen, weil es hat keinerlei Verriegelung, sowohl im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand. Das heißt, wenn ich das geschlossen in der Hosentasche habe, kann es gut sein, dass mir das Messer in der Hosentasche aufgeht. Also, die Scheide ist hier ein absolutes Muss. Und ich habe ja hier, sieht man hinten schon, habe ich mir ein Lanyard gebastelt, weil, also es steckt wirklich tief drin, dieses Messer in der Messerscheide, und man kriegt es einfach besser raus, wenn man hier hinten einen schönen Lanyard dran hat. Ja? Und den habe ich mir schon gemacht, ich konnte es nicht mehr abwarten, ich habe ihn leider auch für das Video nicht abmachen können, der ist auf jeden Fall nicht dabei, den habe ich selber gemacht und boah, ja, es geht schon, also für eine Befestigung in der Scheide ist es schon relativ fest. Das ist einer der kleinen Minuspunkte, die ich wirklich habe, und es ist diese Messerscheide, sie ist sehr schön anzugucken, aber leicht unpraktisch, würde ich jetzt sagen, weil sie halt nirgends zu befestigen ist. Man muss sie sich wirklich zwischen Hose und Gürtel einklemmen dann. Hinten auch wunderschön. Also es gefällt mir, also das Messer an sich, also wenn man jetzt mal die Messerscheide wegnimmt, an dem Messer an sich, an diesem Friction Folder von Fox Knives, ist wirklich nichts zu mäkeln. Sehr schön, Friction Folder, mein allererster, klasse, gefällt mir. Ja? Hier vorne die Schraube für den Klingengang und hier dann die Schrauben für die Griffschalen, sehr einfach zu lösen, auch die Schrauben relativ hochwertig, also wenn sich auch irgendjemand andere Griffschalen aufs Messer bauen möchte, also die Schrauben, das ist auch bei mir immer so, wo ich sage, boah, bei diesen günstigen Messern gibt es schon auch gute, aber hier liegen wir ja beim Preis von ungefähr 85 Euro und hier sind die Schrauben auch wirklich gut verarbeitet und es sind auch wirklich gute Schrauben. Also wenn man die abmachen möchte, hat man hier überhaupt kein Problem. Ich ärgere mich immer zu Tode, wenn ich mir neue Griffschalen machen möchte oder sonst irgendwas. Und die Schrauben, die gehen einfach kaputt, die sind sofort ausgedreht. Da bin ich ein bisschen traurig. Ist hier definitiv nicht der Fall. Ansonsten habe ich dem eigentlich nichts mehr zuzufügen. Hier vorne noch das kleine Fox Knife Logo, auch sehr schön. Also von den Camping Cowboys eigentlich ja, eine wirkliche Kaufempfehlung, kann ich sehr empfehlen für einen Friction Folder, sehr sehr schön gemacht. Wie gesagt, 85 Euro, das gibt es auch noch in einer etwas günstigeren Variante, ohne
ohne Zirkote Holz, da glaube ich, sind wir dann bei 55 Euro. Natürlich werde ich euch diese Messer dann beide, sowohl mit Zirkote Holz als auch ohne, in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr auch so einen schönen Lanyard haben wollt und wissen wollt, wie sowas funktioniert, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn er euch gefällt, und aktiviert vor allem die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen, denn da werde ich euch zeigen, wie man so einen wunderschönen Lanyard hinten an sein Messer dran bekommt. In diesem Sinne wünschen euch die Camping Cowboys noch einen schönen Tag. Ich bin der Scarf. Bis zum nächsten Mal. Messer vor, und zwar das Fox Knife Comeback Compact. Geil. Ich euch ein neues Video. Es ist ja schon wieder die Hand drin, verfluchte Mischkack. In wenigen Sekunden bleibt's los.